Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac mitten im Urlaub. Ich habe natürlich die M10 dabei und natürlich auch ein Video für dich vorbereitet. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Wir schauen uns heute mal die M10 an, auf schnelle Runde, auf ca. 10 Meter, mit Red Dot diemal, und zwar das Holosun 510C. Ist ja mein Lieblings-Red Dot und das nicht ohne Grund. Wenn du mein Red Dot Video noch nicht gesehen hast, dann klick auf jeden Fall jetzt mal oben in der Ecke, da verlinke ich dir das Red Dot Video. Und jetzt würde ich auch sagen, lass mal gar keine Zeit verlieren und film ab. So, ich habe hier mein Holosun HS510C. Und das passt hier einfach mit dem Schnellspanner drauf, ne? Also ich setze das hier drauf, so hier. Und jetzt lege ich mir den Schnellspanner um und das Ding sitzt und passt. Und ja, ich habe es jetzt schon mal ein bisschen eingeschossen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einfach mal den Wurfarm ein und gucken mal, was wir denn jetzt schaffen. Gleiche Zielscheibe wie beim letzten Mal, also 15 einzelne Trefferflächen. Jetzt mit dem Red Dot und nicht Kimme und Korn. Wir nutzen hier wieder die Standard 75 Pfund. Die sind echt top, muss man einfach sagen. Die Sehne liegt bei mir jetzt hier genau auf den Dämpfern an. Und das ist, soweit ich das beurteilen kann, mit meinen Erfahrungen von der RX und auch von der Edda, gar nicht mal so toll für die Sehne, auch nicht für die Dämpfer und auch nicht für den Wurfarm. Deswegen, ich würde das Ganze jetzt mal ein bisschen wegziehen davon, dass das so ein bisschen mehr Platz hat. Dazu nehme ich hier die Spannhilfe und jetzt sehen wir auch ein Ding, ein Feature, finde ich echt richtig cool bei der M10. Und zwar, man muss hier nicht wie früher das Magazin für aufmachen. Dadurch, dass hier noch ein Magazineinschub reinkommt, haben wir jetzt hier richtig viel Platz und hier können wir einfach so die Spannhilfe durchstecken. Und ja, das heißt, das funktioniert wunderbar ohne Absetzen vom Magazinrahmen. Das richtige Magazin ist ja eh gerade nicht drin, ist leer. Jetzt spannen wir auf. Jetzt hat das natürlich noch einen super coolen Vorteil, weil ich mache mir jetzt hier die Sicherung rein und jetzt kann hier gar nichts passieren. Das ist natürlich sehr, sehr geil, sehr, sehr vorteilhaft. Jetzt kann ich hier komplett ohne Angst und auch ganz ohne Hektik einfach ganz entspannt die Sehne ein Stück weiter eindrehen. So, hierbei natürlich immer beachten, immer in Richtung der Mittelwicklung drehen. Also genauso wie die auch gewickelt wurde, eindrehen. Nicht andersrum, weil ansonsten zieht man diese Feder quasi auseinander. So, dann schauen wir doch mal, wie das jetzt aussieht, wenn wir das drauf machen. So, jetzt natürlich wieder entsichern, ist klar. Und die Sehne nach vorne kommen lassen. Ja, da passt jetzt hier so ein halber Finger dazwischen. Ja, das kann man gut sehen. Da ist jetzt Luft. Das heißt, die Sehne kann ein bisschen frei schwingen, stößt dann nur am Ende an. Und ich würde sagen, wir starten direkt. So. Dann gucken wir mal, ob ich hier auch gut eingeschossen habe oder irgendwie totalen Murks gemacht habe. Ich setze mal erstmal einen komplett in die Mitte rein. Okay, also, wenn ich ganz mit der Mitte anhalte, dann landet der unten ungefähr da, wo der Strich ist. Das heißt, ich halte jetzt nochmal an, aber gehe mit dem Absehen ein bisschen höher, so ungefähr zwischen Punkt und Strich und gucken mal, ob das jetzt passt. Ich würde sagen, das passt. Da könnte man sogar fast noch einen Ticken höher gehen, ja. So, also. Ja, nicht ganz so hoch. Was habe ich denn da gemacht? Habt ihr gesehen, da bin ich hier hochgegangen. Das war ein bisschen Mist jetzt. Ja. Was mache ich denn da? So, das Ziel beschießen wir einfach nochmal, weil ich damit nicht zufrieden bin. So bin ich zufrieden. So, und wir gehen in die Reihe drüber. Mensch, was ist denn los hier? Bin ich wieder so aufgeregt hier, weil so viele Leute zugucken. An der Stelle
einen Hinweis. Das hat mir mal der Bernd K. gesagt und da ist wirklich, wirklich was dran. Und zwar, es gibt ein unterbewusstes Hindern daran, auf eine Zielscheibe zu schießen, wenn da schon ein Pfeil drinsteckt. Einfach, weil wir ja mit einem Robin Hood-Schuss den Pfeil kaputt machen. Also, ja, mal schauen, ob ich das jetzt abstellen kann. Geht so. So, einen haben wir noch. Und jetzt sind wir aber leer. Jo, und jetzt machen wir mal die unterste Reihe und jetzt kriegt jede wirklich zwei Bolzen, so wie vorgesehen. So, und die untere Reihe, let's go. Dieser psychologische Druck. Shit, also so langsam habe ich echt ein Problem, weil ich habe kaum noch Pfeile. Die Pfeile von der Charge, also das, was dabei war, da gab es ja schon den einen oder anderen Robin Hood und ich glaube auch jetzt gab es wieder den einen oder anderen Robin Hood. Hat sich zumindest so angehört. Ja, und die, die dann halt kaputt sind, ersetze ich durch welche von früher. Also halt welche, die schon echt seit Jahren bei mir im Einsatz sind. Meistens nur mit einem 35er oder 55er geschossen werden. Dementsprechend verbiegen sie sich jetzt nicht besonders schnell, aber natürlich, dadurch, dass ich sie über Jahre schon gemacht habe, sind die nicht mehr neu. Und da gibt es tatsächlich ganz andere Ergebnisse als mit denen, die dabei waren. Hier bei dem zum Beispiel haben wir halt eine echt stark verbogene Spitze. Da ist natürlich völlig klar, auch das beeinflusst natürlich die Flugbahn. Da stellt sich jetzt natürlich ein bisschen die Frage, was habe ich gemacht, dass das Ding so aussieht? So eine flach gedrückte Spitze. Also, ich hatte mal so einen Pfeil, damit habe ich auf eine 2-Euro-Stück geschossen. Dann sah der so aus. Aber bei dem Pfeil war es tatsächlich so, ich hatte in der Zielscheibe wohl noch einen Bodkin oder so. Also eine gehärtete Spitze auf jeden Fall, die im Sack zurückgeblieben ist. Das war der erste Schuss auf diesen Sack an dem Tag. Und es hat ganz komisches Klack gemacht. Dann habe ich ihn rausgezogen und ja, so sieht er dann aus. Also das passiert halt, wenn man einen Pfeil reinschießt, wo vielleicht ein bisschen der Kleber abgeht. Der Pfeil geht dann ins Ziel rein und die Spitze bleibt im Ziel. Und wenn ihr jetzt den Schaft rauszieht, die Spitze ist dann halt immer noch drin. Wenn die Spitze gehärtet ist, passiert halt genau das. Ne? Dann drückt man sich die Spitze an der gehärteten Spitze flach, weil die Dinger sind ja nicht gehärtet. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich bin der Meinung, das Befüllen der Magazine, das geht immer, immer routinierter von der Hand. Also am ersten Tag hatte ich noch ein bisschen was gebraucht, aber mittlerweile geht das ja eigentlich super, super fix bei mir, oder? Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wie du dich da anstellst. Und falls du dich da nicht ganz so gut anstellst, machen wir vielleicht nochmal ein explizites Video, oder? Schreib das mal in die Kommentare, wie siehst du das? Aus meiner Sicht sind die Dinger auf jeden Fall einfacher zu verwenden als ein Speedloader. Vor allem kann man hier eigentlich gar nichts falsch machen. Sehr intuitiv. Aber da bin ich auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt. Genug gelabert, Runde 2, also. Und diesmal mache ich so, ich mache jetzt einfach mal pro Ziel einen Pfeil. Das heißt aber auch, dass wir nach 1,5 Magazinen erstmal durch sind. So. Hört man das eigentlich? Das war tatsächlich etwas, was mich im ersten Moment gestört hat, aber im zweiten Moment habe ich realisiert, Moment mal, dieser Sound, der kommt nur dann, wenn kein Pfeil im Magazin ist. Das heißt auch, das ist quasi nochmal eine Erinnerung, Achtung, es ist kein Pfeil mehr da. Heißt aber auch, ich muss nicht mitzählen, das ist sehr geil. Die M10 hat keine Trockenschusssicherung, aber eine Trockenschusserinnerung.
Und mir persönlich reicht das. Den haben wir versemmelt. Habe ich auch gemerkt, da habe ich echt gut gewackelt. Den auch, Mensch, konzentrier dich. So, ich glaube, wir sind durch, ne? Aber ich will doch gar nicht aufhören. Ich mache einfach weiter. Mensch, die Zielscheibe da ist verflucht. Ha. Okay, leer. Und wir gucken uns mal das Ergebnis an. Jetzt quasi ohne psychologischen Druck, dass man ja den Pfeil zerstören könnte. Ja, und tatsächlich, also ich würde sagen, es ist deutlich besser, oder? Also wir sind hier im kleinsten Ring, nicht der rote Punkt, aber kleiner Ring. Hier kleiner Ring angerissen, kleiner Ring. Gut, hier sind wir jetzt nicht im kleinen Ring. Kleinen Ring angerissen. Hier sind wir gleich zweimal im kleinen Ring. Wie gesagt, ich habe ja 5 dann doch gedoppelt. Und trotz dem psychologischen Druck hat das hier sehr gut funktioniert. Hier haben wir sogar den Mittelpunkt gerissen. Kleiner, Mittelpunkt. Gut, der ist ein bisschen off. Also, immer noch sehr im Rahmen, ne? Kleiner Ring. Ja, kleiner Ring gerissen oder so, ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ich sag mal mittlerer Ring. Ja, der ist Mist, da sind wir uns einig. Mittelpunkt getroffen. Der ist auch Murks, ganz klar, ne? Aber hier, schaut euch den mal an. Der ist auch nicht mehr ganz neu, ne? Das ist vermutlich einer der alten. Der ist echt Murks. Das ist die Scheibe, wo ich gesagt habe, die Scheibe ist verflucht. Hier, äußerer. Äußerer. Und hier gerade zu den inneren. Ja. Hier aber noch inneren gerissen. Ja. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch 3 Magazine voll und machen die dann so schnell wie es geht und so cool wie es geht. Also mit einem Plattenträger, damit wir noch schneller wechseln können. Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir auch die Möglichkeiten nutzen. Und an der Stelle einmal noch der Hinweis, ich bin kein Gefährder, das ist keine echte Panzerplatte, das ist Schaumstoff und das hier ist Airsoft-Ausrüstung und das gehört nicht mal mir. Aber ich glaube, sollte auch gar kein Problem sein, weil besitzen sollte man sowas eigentlich dürfen, oder? Ist ja, wie gesagt, Airsoft-Ausrüstung. Ja. Ja, okay. Nee, also auf jeden Fall ist das in Deutschland legal, weil das gibt es auch auf Amazon Deutschland. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt und ich verlinke euch das. Ach so. Alter, hast du mein Temu-Video nicht gesehen? An der Stelle noch der Hinweis, der Plattenträger ist ein bisschen gebastelt, weil eigentlich ist das nur der Plattenträger und die Magazintaschen gehören nicht dazu. Die hat mein Kollege auf Temu geholt. Ich meine, versteht mich da nicht falsch. Ihr könnt bei Temu machen, was ihr wollt. Ihr könnt das natürlich nutzen, ne? Aber es ist schon ein bisschen bedenklich, ne? Also, ja. Wer da nähere Infos braucht, warum, weshalb, wieso, guckt am besten auf meinem Kanal. Das Temu-Video ist noch immer da natürlich. Und auch wenn Temu mich verklagen sollte, man findet immer Mittel und Wege, Meinungen im Internet zu platzieren, denke ich, oder? Was? Crossbow Dynamics NL? Ja, warum denn nicht? Lass das machen. Okay, kleine Planänderung. Wir machen natürlich schnell und wir lassen auch das Ding an, aber wir machen das Ganze ein bisschen dynamischer als einfach nur im Stehen. Los!
Es ist schon erstaunlich, wie präzise ich tatsächlich bin, wenn ich schnell bin. Oh, gut. Und den letzten. Gut, der war jetzt ziemlich gesprayt, aber es geht ums Prinzip. So, und jetzt haben wir wieder einige Schuss gemacht, diesmal mit dem Red Dot. Und ja, ich würde sagen, das funktioniert echt wunderbar. Ich habe hier, wie gesagt, auf 10 Meter den Anhaltspunkt, das ist der kleine Strich unten. Ich habe jetzt das Werkzeug nicht dabei. Ich kann das natürlich auch mit meinem Leatherman machen, aber ich warte da schon ganz gern auf das Originalwerkzeug, um das Ding nicht zu verkratzen. Und dann versuche ich mal, ob ich das noch ein bisschen weiter höher kriege, den Punkt an sich runter, das Trefferbild höher, sodass das auch wirklich die Mitte ist. Aber selbst wenn nicht, so funktioniert es natürlich auch super, super gut, ne? Wie man sehen kann. Und Spaß macht es alle Male. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts übrig, außer hier einmal wieder zu zerlegen und abzubauen und mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ja, würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche dabei bist. Und da schauen wir uns dann an, welche Pfeile alles in die M10 passen. Bis dahin aber, ciao und bis bald. Was hältst du von der M10? Bist du genauso begeistert wie ich? Was hältst du von meinem Red Dot? Ist das die richtige Wahl für einen M10? Ich glaube, ja. Wenn du ganz spezifische Fragen zur M10 hast, dann schreib die jetzt mal unten in die Kommentare. Ich werde auf deine Kommentare eingehen und in Kürze dann auch ein Video zu deinem Wunschthema machen. Aber dafür muss ich natürlich erstmal wissen, was du dir denn überhaupt wünschst. Deswegen, wer nicht spricht, wird nicht gehört. Also verdammt nochmal, sprich mit mir und schreib unten in die Kommentare, was du hier sehen willst.